So, wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023. Ja, ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Wir befinden uns heute... Wo? Im Pitztal. Am Hochzeiger. Und wir haben uns gerade hier so eine Rennmaschine ausgeliehen. E-Mountainbikes. Wir sind selber beide noch nie damit gefahren, mit sowas. Und werden jetzt einmal mit den Dingern da oben zur Mittelstation von der Hochzeigerbahn hochradeln. Das geht hier hinten so durch den Wald. Ja, danach wollen wir mal gucken, ob wir einmal zur Kalbenalm damit rüberfahren. Dann fahren wir wieder zurück und fahren nochmal einmal um diesen ganzen Berghang herum und fahren zur Leineralm. Wir hoffen, das Wetter hält. Es ist ein bisschen zugezogen, obwohl heute eigentlich den ganzen Tag Sonne sein soll. Aber in die Richtung kommt schönes Wetter. Ja, wir nehmen euch einfach mal mit hier auf so eine E-Mountainbike-Tour. Man muss ja ab und zu mal mit der Zeit gehen. So. Also wir versuchen das mal. Ganz viel Spaß mit diesem neuen Video hier aus dem Hochzeigergebiet. So, also das kommt schon gut. Man kann sich, wie gesagt, die Stärke ja einstellen, wie man will. Und ich fahre also auf Eco. Und da muss man schon ganz schön noch treten. Also hier läuft der Schweiß. Und wenn dann Jessi auf zweithöchste oder höchste Stufe fährt, dann fährt sie ganz locker easy hier hoch. Und wir können hier richtig schön gemütlich zusammen hochfahren. Ich so ein bisschen mit Anstrengung, wie ich das möchte, und sie halt mit relativ wenig Anstrengung, sodass wir beide Spaß haben. Also das ist schon eine richtig geile Sache. Ja, wir fahren die ganze Zeit hier durch den Wald. Und deswegen, da gibt es keine richtigen Ausblicke. Da hinten sieht es jetzt aus, als wenn da ein bisschen schlecht Wetter kommt. Naja, werden wir sehen. So weit dürfte das nicht mehr sein. Da hinten sehe ich die Gondeln. Ach, da ist ja auch die Station. Also da so zwischen den Bäumen, da ist die Mittelstation. Und da trinken wir erstmal ein schönes Radler. Ich glaube auf der Stalderhütte. Wir werden es vielleicht sehen. Auf jeden Fall haben wir da auch eine schöne Aussicht. Man müsste vorher auf die Karte gucken, dann wüsste man, dass das Tanzalm hier heißt. Da oben ist die Bergstation oder die Mittelstation von der, oder doch die Bergstation von der Gondelbahn. Da drüben ist die hohe Eifnerspitze. Ja, unten ist die Talstation, ne, der Ort oder der Weiler Liss. Und gegenüber das Venet-Massiv. Ja, so ist das Wetter natürlich super. Da oben können wir ein bisschen vom Sechszeiger sehen. So, wir trinken jetzt erstmal einen Radler. Ja, da drüben ist das neue Meisterwerk. Hochzeiger 2.5. Wie war das? Ich glaube ein Achtersitz. Acht Sitze nebeneinander. Und dann fährt die hoch. Da praktisch bis ganz knapp unter den Hochzeiger. Ich weiß nicht, ob ihr das Gipfelkreuz sehen könnt. Und da drüben haben wir den Sechszeiger und da das Hochzeigerhaus. So, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen hochstrampeln wieder und melden uns dann gleich da auf halber Höhe. Und wir fahren dann jetzt gleich zur Kalbenalm weiter. Das geht dann hier links, da links oben lang. Gibt es auch nochmal schöne Ausblicke. Blicken wir noch mal auf diesen schönen kleinen Wasserpark. Mit Kindern kann man da schon ein bisschen Zeit verbringen. Total gut gemacht. Und da die Mittelstation und das Hochzeigerhaus. Wie gesagt, für uns geht es jetzt hier weiter hoch.
mit den Mopeds hier links jetzt wahrscheinlich, ne? Oder da oben? Ich glaube, wir können auch hier hochfahren. So, wir sind an der zweiten Alm des Tages angekommen. Das ist die Kalbenalm. Da hinten ist der Hochzeigergipfel. Das war keine Kälbchen, aber immerhin Kühe. Na du? Willst du nicht gestreichelt werden? Schauen wir noch. Da hinten haben wir die großen Gipfel, die Rohfüllewand, daneben den Seilkopf. Dann haben wir wieder die hohe Alfnerspitze. Hm? Gucken wir jetzt mal was hier. Ja, logisch. So, guckt euch das an. Richtig hübsch. Verdammt, ich hab den Stempelheft vergessen. Ich lieg schon lange nicht mehr, oder? Richtig schön. Und was sagst du? Sehr schön. Heute haben wir doch Glück gehabt, ne? Sind noch recht hoch, ne? So, nochmal der Blick zurück zur Kalbenalm. Richtig schöne Alm. So, wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Leineralm. Wir können jetzt schon hinten ins Inntal so ein bisschen reinschauen. Da haben wir den Schiergand. Ja, Imst ist noch nicht zu sehen. Da müssen wir noch ein bisschen rum um den Berg. Noch hält das Wetter. Richtig schöner Tag. So, nun haben wir es endlich geschafft. Die dritte Alm. Die Leineralm. Wenn du alles nur auf den leichtesten oder beziehungsweise auf die niedrigste Hilfe stellst, dann strengt das schon ganz schön an, der heutige Tag. Wollen wir gar nicht mehr joggen gehen? Hier unten im Tal ist wieder Imst. So, wir sind in der Abfahrt von der Leineralm. Wir können einmal rüber gucken zum Venetberg. Unten ist Wenz. Ja,
Ja, und da hinten, keine Ahnung, ob das schon die Berge um Samnaun sind, also da ganz, ganz hinten die hohen. Schöner Blick. Aber hier geht es teilweise ganz schön steil runter, ne?